Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Werkzeuge. Jetzt geht es weiter. So, kommen wir nun zum weiteren Werkzeug. Und was ich finde, ist auch ein sehr gutes Werkzeug, ist dieser Kopierstempel. Damit habt ihr die Möglichkeit, von einer Ebene auf eine andere bestimmte Bereiche zu kopieren. Dazu lege ich mal eine neue Ebene an und wähle jetzt das Kopierstempelwerkzeug und möchte jetzt zum Beispiel von dem Hintergrund, von dem Grünton, hier etwas von dem Fuß, von dem Bein wegmachen. Das heißt, mit gedrückter Alt-Taste bekomme ich hier so ein Kreuz und kann den Bereich festlegen, von dem ich kopieren möchte. Ich möchte jetzt zum Beispiel von diesem Bereich hier kopieren und halte die Alt-Taste gedrückt und klicke einmal in den Bereich. So, wenn ich jetzt die Maus bewege, seht ihr, dass dieser Bereich sich mitkopiert. So, und wenn ich jetzt hier nach oben gehe, seht ihr, dass hier rechts so ein kleines Kreuz ist, was mitwandert. Und so kann ich natürlich kopieren und die Bereiche vorsichtig entfernen. Mit Alt kann ich wieder andere Bereiche auswählen. Und wenn ich das genau mache, fällt das im Endeffekt nicht mehr auf. Hier müsst ihr aber beachten, in der Werkzeugoptionsleiste gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Auch neben der Deckkraft gibt es aber auch die Funktion ganz rechts, das ist, was aufgenommen werden soll. Und hier haben wir entweder ja alle Ebenen, das heißt, egal von wo wir uns befinden, die Kopierfunktion wird durch alle Ebenen funktionieren. Wenn wir nur die aktuelle und darunter nehmen, können wir sicher sein, dass nur diese beiden Ebenen benutzt werden, oder wir nehmen nur die aktuelle Ebene, das heißt, dann wird nur aus diesem Bereich oder aus dieser Ebene kopiert, auf der wir uns gerade befinden. Es gibt natürlich auch noch ein Radiergummi-Werkzeug, wie man schon an dem Namen hören kann, radiert man damit etwas weg. Ist eine Funktion, die, finde ich, nicht so häufig verwendet wird. Jedenfalls benutze ich sie selten. Funktioniert ähnlich wie der Pinsel. Das heißt, wir können hier auch wieder die Größe und die Deckkraft auswählen und können dann jetzt hier zum Beispiel unten unsere Bereiche wieder wegradieren, wo wir einen Fehler gemacht haben. Es gibt aber auch, was ich sehr gut finde, ist der magische Radiergummi. Funktioniert nicht immer hundertprozentig, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Bild habt, wir machen das einfach mal, ich zeige euch das mal kurz. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie hier ein Bild habt, wo weißer Hintergrund ist oder einfarbiger Hintergrund, dann könnt ihr den magischen Radiergummi nehmen und hier jetzt meinetwegen auf diese weiße Fläche klicken und dann wird diese komplett entfernt und es bleibt nur noch dieser rote Bereich vorhanden. Funktioniert aber nur, wenn es gute Qualität ist und der Bereich einfarbig ist. Sonst klappt das Ganze nicht. Dann haben wir noch ein weiteres Werkzeug, was auch häufig Verwendung hat. Und zwar ist das Verlaufswerkzeug. Wie der Name schon sagt, könnt ihr damit einen Verlauf erstellen. Hier oben in der Werkzeugleiste habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, welche Farben ihr da haben möchtet. Das heißt, ihr wählt hier die Farben aus.
zum Beispiel in schwarz. Und auf der anderen Seite möchtet ihr jetzt einen grünen Ton haben. Und jetzt könnt ihr in dieser Ebene hier, ich habe mir schon eine leere erstellt, hier einen Bereich aufziehen. Und an dem Punkt wird dann ein Verlauf erstellt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier oben in der Werkzeugleiste verschiedene Verläufe auszuwählen, ob das letzte linear ist oder radial, das heißt mit so einem Punkt in der Mitte. Und immer da, wo ihr ansetzt, fängt dieser Verlauf an. Natürlich habt ihr noch verschiedene andere Verläufe. Da könnt ihr so mit ein bisschen rumprobieren, bis ihr euer gewünschtes Ergebnis gefunden habt. Wenn ihr hier mit Rechtsklick drauf geht, bekommt ihr aber auch noch das Füllwerkzeug. Das dient dazu, um eine Ebene zu füllen. Das heißt, dann wird diese Vordergrundfarbe, die wir hier gewählt haben, komplett in dieser Ebene gefüllt. Erklärt sich eigentlich schon von alleine. Dann gibt es noch das Textwerkzeug. Damit können wir normale Texte erstellen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel reinklicken, können wir schreiben. Und wenn wir den Text markieren, können wir natürlich auch die Farbe ändern, zum Beispiel weiß in den Vordergrund. Wir haben die Möglichkeit, hier oben in der Werkzeugleiste die Größe zu ändern, welche Schriftart, ob sie fett ist oder ob es eine andere Schrift sein soll. Und wieder mit dem Verschieben-Werkzeug, was wir schon am Anfang hatten, können wir jetzt diese Ebene hin und her schieben. Durch Doppelklick auf das Textsymbol können wir den Text wieder bearbeiten und zum Beispiel in eine andere Farbe wählen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, natürlich verschiedene Textwerkzeuge zu nehmen, ob wir jetzt horizontal nehmen oder vertikale Schrift, ist euch selbst überlassen. In der Regel verwendet man das horizontale Textwerkzeug. Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist das Zeichenstiftwerkzeug, denn damit könnt ihr noch genauer malen. Das heißt, wenn wir hier in der Werkzeugleiste einmal gucken, können wir auswählen, ob wir eine Form oder einen Pfad erstellen möchten. Wenn wir jetzt eine Form erstellen wollen, könnt ihr jetzt zum Beispiel einmal klicken, nochmal klicken zum nächsten Punkt und wenn ihr jetzt gedrückt haltet, könnt ihr sogar Kurven erstellen. Wie ihr seht, an den Anfassern wird dieser Bereich dann als Kurve festgelegt. Und so können wir wilde Formen erstellen, die wir gerne haben möchten. Wenn ihr das Ganze umstellt auf einen Pfad, habt ihr im Prinzip erstmal genau die gleichen Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt durchklicken und gedrückt halten, verschiedene Kurven erstellen und eine Auswahl erstellen. Der Unterschied ist, dass jetzt keine Form erstellt wird, sondern wir können jetzt hiermit sozusagen eine Auswahl erstellen. Oder erstellen jetzt einen Pfad und diesen Pfad können wir dann als Auswahl benutzen. Das heißt, so könnt ihr natürlich eine bessere Auswahl treffen, indem ihr nicht nur gerade Punkte setzt mit dem Polygon-Lasso-Werkzeug, sondern durch diesen Zeichenstift könnt ihr auch die Kurven eines Objektes vernünftig als Markierung setzen. Dann gibt es noch hier unten das Formwerkzeug. Da habt ihr verschiedene Formmöglichkeiten, zum Beispiel ein Rechteck und könnt dann mit der Vordergrundfarbe
ein Rechteck in dieser Größe erstellen, wie ihr möchtet, durch Aufziehen. Ihr habt hier oben in der Werkzeugleiste wieder verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt die Flächenfarbe bestimmen. Ihr könnt aber auch sagen, die Fläche möchtet ihr als gar keine Farbe haben, möchtet nur eine Kontur, könnt da eine Farbe auswählen und rechts daneben die Größe der Kontur festlegen. Daneben gibt es dann die Möglichkeit, wie die Kontur aussehen soll, ob es durchgehende Striche sein sollen oder mehrere einzelne. Diese Möglichkeit habt ihr, wenn ihr mit Rechtsklick auf das Formwerkzeug geht, könnt ihr auch ein abgerundetes Werkzeug für abgerundetes Rechteckwerkzeug nehmen. Da werden die Kanten bzw. die Ecken abgerundet im Gegensatz zu dem normalen. Wie ihr seht, werden hier die Kanten abgerundet. Da habt ihr hier hinten den Radius. Umso größer der ist, umso doller wird das abgerundet. Das heißt, irgendwann habt ihr dann auch einen Kreis. Den könnt ihr aber auch durch das Ellipse-Werkzeug nehmen, könnt aber auch ein Polygon erstellen oder auch eigene Form. Wenn wir mal eigene Form wählen, habt ihr hier oben in der Werkzeugleiste ein neues Fenster. Da haben wir verschiedene Formen, die wir vorgegeben haben. Wenn ihr hier auf das Rad klickt, könnt ihr sagen alle und dann anfügen. Dann bekommt ihr alle möglichen Formen, die ihr beliebig verwenden könnt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet einen Pfeil nehmen, den könnt ihr dann hier aufziehen in der Größe und beliebig benutzen. Dann habt ihr hier unten noch eine Hand. Damit könnt ihr das ganze Bild hin und her schieben, um dann zu euren gewünschten Bereichen zu kommen. Ein Tipp von mir, wenn ihr die Leertaste gedrückt haltet im Verschieben-Werkzeug, seht ihr, bekommt ihr auch diese Hand und könnt dann automatisch ziehen und bleibt aber im Verschieben-Werkzeug. Das heißt, egal in welchem Werkzeug ihr seid und ihr drückt die Leertaste, bekommt ihr diese Hand und könnt den Bereich hin und her schieben, den ihr gerne haben möchtet. Dann gibt es natürlich auch noch die Lupe. Damit könnt ihr hineinzoomen oder auch herauszoomen wieder. Wenn ihr das aber auf einem anderen Weg machen möchtet, könnt ihr auch Steuerung oder Command und Plus und Minus drücken, um den Bildbereich zu vergrößern. Natürlich, nicht zu vergessen, zu guter Letzt, sind die Farben. Hier habt ihr einmal die Vorder- und die Hintergrundfarbe. Mit diesem kleinen Pfeil darüber könnt ihr die Farben tauschen. Das heißt, Vordergrund- und Hintergrundfarbe könnt ihr dann beliebig hin und her tauschen. Durch Klick auf die Farbe könnt ihr da eine andere Farbe bestimmen. Könnt aber auch die RGB-Werte oder auch einen Farbcode eingeben. Damit sind wir schon am Ende des ersten Videos angekommen. Das war die erste kleine Photoshop-Reihe. Grundlagen Photoshop für Anfänger. Diesmal die Werkzeuge. Ich hoffe, ihr konntet es verstehen, konntet dem Ganzen folgen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr gerne mehr solcher Videos sehen wollt, wenn ich noch weitere reinmachen soll oder andere Themen, zeigt es mir doch mal mit einem Daumen hoch. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.